Herzlich willkommen beim Online-Video-Interview mit Georg-Dieter Fischer, Obmann von Propag. Wie hat die Industrie diese Wochen des Lockdowns bewältigt? Nach dem Erlass des landesweiten Lockdowns, Covid-Lockdowns, war es extrem hektisch und herausforderungsvoll für unsere Industrie. Auf der einen Seite sind wir mit einer sehr, sehr starken Nachfrage konfrontiert worden. Wir wissen ja alle, was dieser Run in den Supermärkten ausgelöst hat in der Supply Chain. Und auf der anderen Seite mussten sich unsere Unternehmer darauf einstellen, zu produzieren. Wir mussten Arbeitsplätze, Prozesse neu evaluieren. Die Sicherheitsstandards waren bekannt, aber es mussten Hygieneprinzipien dazu kommen, Gesundheitsstandards. Und das haben die Firmen sehr, sehr gut gemacht. Propag ist ja auch sehr exportorientiert. Wie schaut da die Lage aus deiner Sicht aus? Ja, das ist eine gute Frage und ist auch teilweise unsere Sorge, weil mit einer Exportorientierung oder mit einer Exportquote von gut oder mehr als 70% steht und fällt unser Business natürlich mit anderen Ländern, anderen Märkten. Da setzen wir auf den Konsum im eigenen Land und auch in den Nachbarländern und unsere guten langjährigen Verbindungen zu internationalen Kunden. Wie sind hier eigentlich die Zukunftsaussichten? Ich freue mich feststellen zu können, dass wir in den ersten Tagen nach dem Lockdown, innerhalb einer Woche mit der Fachgewerkschaft eine Sonderregelung eines Notfallsflexibilisierungsmodells vereinbaren konnten. Beide Maßnahmen, sowohl die Hygiene der Kurzarbeit als auch diese Arbeitszeitflexibilisierung, geben den Unternehmern eine Chance, das qualifizierte Personal zu halten. Welches Signal kannst du auch in Richtung Junge geben? Die jungen Mitarbeiter sind die Leistungsträger von morgen. Und das ist mir persönlich immer ein großes Anliegen als Obmann des Verbandes. Wir haben seit dem letzten Jahr, seit geraumer Zeit, einen Zuwachs an Einstellungen von Lehrlingen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch weiter so laufen wird. Die Unternehmungen haben erkannt, dass mit einem qualifizierten Personal es viel leichter ist, in einer wettbewerbsschwierigen Situation zu bestehen. Wenn eine Branche attraktiv ist, und wir sind attraktiv, wir sind nachhaltig mal drei, dann liegt es daran, dass wir das entsprechend darstellen müssen und artikulieren müssen. Junge Leute sind beeindruckt und die haben also sicherlich also hier ihre Haltung, was Nachhaltigkeit, was spannungsvolle Aufgaben und Karrierechancen betrifft. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Mitgliedsfirmen bedanken für diesen großartigen Job. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einblicke in die Industrie.